Howdy doody, meine Kinder. Hey, meine Kinder. Holy shit, haben wir jetzt eine Sekte eröffnet? Ja. Ich steige aus. Du bist schon viel zu tief drin. Oh, jetzt haben wir die Feuerblume auch gekriegt, den Scheißtrick. Ja, letzte Episode waren wir ein bisschen Hausmeister unterwegs. Ja, jetzt haben wir alle, Peter. Verrückte Sachen. Was haben wir gekriegt? Die Feuerblume. Hey, ich bin fett. Jetzt erst. Jo. Jo. Ja, leck mal doch mal Kreidel. Ist ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Ja. Will ich nicht machen. Oh mein Gott! Wir sehen uns gleich, Freunde. Er übernimmt die Episode. Genau, genau. Ich bin der bessere Entertainer von uns beiden. Jo. Sag ich mal so. Ich glaube, ihr stimmt noch dazu. Weil ihr habt mir Einzelprojekte wie ihr und die sind auch geschaut worden und auch gemacht worden. Also, Team Patrick, Hashtag, danke. In die Kommentare. Scheiß auf Ärm, wer braucht Ärm? Der hochspannende Hindernisparcours. Whoopidoo. Whoopidoo, wir sind Riesenfans. Wo soll der da jetzt so sein? So? Macht er sich irgendwie bemerkbar für mich? Oder ist er einfach nur behindert? Ich hab keine Erfahrung. Oh, ich muss da aufhören. Oder auch nicht. Ja, ich bin's da Mario. Mario. Geh mal. Aha. Ich hab keine Idee, wo das sein kann. Echt nicht. Überhaupt nicht. Und wie geht's euch sonst, Freunde? Schreibt mal was in die Kommentare. Schreibt irgendwie keine Sachen in die Kommentare. Außer der Hannes. Hallo, der Hannes. Falls du das hörst. Vielleicht schaust du ja irgendwas anderes, außer irgendwelche Videos bei uns, wo es um schwul geht. Falls ihr wissen wollt, auf was ich anspricht, dann schaut euch das Video von Mario Kart an, Part, keine Ahnung. Es heißt das Phantom des schwulen Hurensohns. Schaut es euch an, dann wisst ihr, was ich meine mit der Hannes und schaut sich die Kommentare an, speziell. Oh, oh. Danke. Da war die Münze, das ist mir aber wurscht. Und wo ist der Nazi? Booster Gold, Kinder, Booster Gold. Buschterbären, klar, Buschterbären! Vielleicht ist er da drüben, weil sonst haben wir ihn schon übersehen. Das ist der Scheiß mit der Bombe. Das ist der Scheiß mit der Bombe. Der Scheiß mit der Bombe. Mr. Bombastik. Seit wann bist du der Bessere von uns zwei? Der Mann hört doch zu. Wo ist die verfickte Bombe jetzt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich kurz die angeschaut habe. Richtigen Anruf. Eine Bombe? Die ist da unten? Ja, da irgendwo. Hey, Bombi. Komm her da. Du bist behindert, Alter. Du bist ein Spast. Komm her da. Geh mal. Was haben wir jetzt? Da, geh mal. Bist du eigentlich der Ballfinger? Ich bin der Healinger. Der Leo. Leo Healing. Was? Der für dich eigentlich. Ach so, es hat zu lange gedauert. Der für dich eigentlich. Darfst du mich? Zum Jägermeister krönen? Ja. Liebend gern. Ich bin noch nie zum Jägermeister krönt worden. Das fällt mir eigentlich nur auf meiner To-Do-Liste. Bevor ich drauf gehe, mach dich auf den Weg. Danke. An alle Krieger des Hast du eine Ahnung, wo der Typ ist, der Hausmeister? Ich hab keine Ahnung. Es war bis jetzt das, der Scheißdreck da, wo ich. Passt schon, mach einfach. So drumherum und jetzt. Passt schon, mach einfach. Okay. Cool. Hast du denn, es ist schon das Hausmeister-Symbol weggestanden, oder? Ja, es war doch das, was er gesagt hat, oder? Ich habe jetzt nicht so genau drauf geschaut, aber ja, sicher, ja, war da. Das ist ja auch gesehen gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, ob du den richtigen Stern genommen hast. Doch, hab ich. Es war der erste. Definitiv. Also von daher sind wir da richtig. Soll ich die Bombe da irgendwie um? Ja. Du kannst die Bombe nehmen, indem du es einmal hast und dann. Stimmt. Da war dein Leben, aber. Ja, schade, das Leben. Ich brauch den Hausmeister. Da! Da ist er. Komm her. Ja, red mit mir. Ja, du musst schon zum Zug gehen. Was sind die da? Kann ich die irgendwie. Nein, du musst ihm irgendwas bringen. Oh, aber er wird es dir gleich sagen. Er zerstört es halt einfach. Wie? Drehen. Und dann auch ich schmupsen. Oder sie schmupsen mich, aber. Nein, sie sterben, wenn sie es dreist. Hey. So, dann mal nicht. Ah, komm. Passt so. Hey, du. Geht so. Du bist auf der Suche nach einem dieser Lichter. Wir haben Kreislauf, das kenne ich noch. Augenblick, geben da, träum weiter, es hat einen Preis. Weißt du was, ich bin Fanat in diesen roten Schnuckel.
ich bringe ihn jetzt hierher. Also ich gehe einfach so in die Richtung, dass er mir folgt, oder ja, was? Ja, genau. Ach, so ein Dreck. Wie der Goomba damals. Passt ja, das? Ja, genau. Genau. Weißt du, wo einer ist? Nein, ich glaube davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da vorne einer ist. Oder nicht? Also doch ziemlich, aber halt nicht 100. Ziggy. Hast du Gefries? Ich habe Gefries, da ist er. Genau, komm. Komm mit, Schatzi. Das war nicht gemeint! Das war nicht gemeint! Jetzt ist er tot. Ja, das ist mir klar. Ja, aber besser er als ich. Komm. Wow! Stop it! Das ist wie wenn du sagst, deine Frau soll besser sterben. Nein, weil das ist nicht meine Frau. Ich stirb für meine Frau. Meine Frau Brigitte ist die Beste. Sie geben mir durch dick und dünn. Du bist ein Hurensohn-Bobon. Du hast meine Frau auf dem Gewissen. Und deswegen bringe ich deine ganze Familie um. Oh no. Oh no. Was? Ah, da ist wieder. Okay. Ja. Ich habe gedacht, meine Frau ist und bleibt tot für immer. Na, die kommt wieder. Komm so, Briggy! Briggy, du bist ein Verrückter. Oh, sie macht Fun mit mir. Deine zukünftige wirklich Brigitte hast. Na, aber nicht. Na, danke. Brauchen wir nicht. Na, brauchen wir danke. Nicht? Wow. Ist das nicht so dein. Wir werfen ihn. Ah ja. Dein Name? Nope. Nope. Wie wär's denn mit. Ich bin für. Brunhilde. Na, auch nicht so ganz. Komm her. Muss ich? Scheiße. Ja. Weil er stirbt bei den Elektrodingern. Ah ja. Komm her. Ja, glaube ich nicht, aber man ist reingeschubst. Aber er kann nicht rumgehen. Hallo. Ja, genau. Kommst du jetzt? Danke. Lass dir nicht so viel Zeit, du. Oh, wow, der war knapp von ihm. Ja. Kommst du jetzt? Ja, komm her. Ja, geh hinter ihm. Wer wird hinter ihm? Ja. Der schnappt sich dann schon, wenn einer kommt, ja, perfekt. Jo! Und daraus weißt du so, ja! Oh yeah! Das ist sogar super, ne? Jo! Weißt du, jo, dann kriegst du jetzt den Stern. Also, ich habe jetzt meine Frau gegen einen Stern eintauscht. Wow! Oh. Das ist, wie man das verkaufst eigentlich. In gewisser Weise ja. Nur von einem Stern habe ich mir irgendwie von gehört. Lisa? So hast du mir gesagt, zukünftig. Elisabeth. Elisabeth? Mhm. Wie nennst du es dann Eli? Ellie. Mhm. Oh ja. Oder Liesel. Oder Miss Misery. Misery! Hey, ich bin fett! Okay, ich hab einen Hausmeister. Oh Gott, nein, ich hab mitgebracht. Den zweiten? Jo! Ja. Der erste war der Guldene. Jo! Der Guldene ist der Hurensohn. Nein, ja, der große Sternschweif. Der Hurensohn war der Grüne, der Guldene war der den Gumba haben will. Noch ein grüner Passagier? Ich weiß nicht, was ich mir sagen soll. Was? Ja, jetzt kannst du, glaube ich, die Sterne erreichen. Oder? Das hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Und er kommt zu her. Ich habe eine Frau umgebracht. Und ich glaube, ein Kind war dabei. Ich habe meinen Sohn daheim. Ich hab meinen Sohn erhängt. Ja. Raumphantome. Warte mal. Was? Ist halt durch. Auch wenn alle Baustelle geborgen sind, muss der Unhold erneut besiegt werden. Sonst werden wir die Raumphantome niemals. Okay, was haben wir jetzt wirklich alle? Ja, nicht alle, aber die kommen dann nur. Ja, aber jetzt müssen wir nur mal Bowser besiegen. Und? Der Schwierigkeitsgrad wird doch jetzt nicht schwacher, oder? Nein, aber eigentlich hätten wir vorher. Hätten wir gar nicht, aber. Besieg einfach Bowser in der Episode und dann lassen wir die Episode gut sein. Da ist er, ja. Ganz am Ende. Weil schauen wir, der letzte hat noch nicht einmal eine Krone. Die letzte Welt. Jo. Die letzte Welt ist noch nicht fertig. Mhm. Sehe ich nicht ein, bin ich nicht allein. Genau. Kauf bei Penny ein. Oh, Penny. Kauf den Scheiß. Der Leberkäse vom Norma ist echt nicht so geil. Schön. Der da. Ja. Den hab ich gemacht. Den letzten. Und du hast den Quick gemacht. Bis zu seinem Tor. Das war sick. Sigma. Oder Break. Oder Sehanort. Break. Sex. Centrix. Demix.
Demix, der beschissenste von Jana. Der absolut beschissenste. Ja, ja, der war wirklich scheiße. Vielleicht Riku. Riku? Was Riku? Ansem? Ansem the Handsome. Ansem the Handsome twice. Lives twice. Ha! Eats rice. Stell dir vor, Ansem kommt jetzt auch wieder. Ich meine, das war auf jeden Fall nicht abwegig. Get Spice. Kingdom Hearts, Freunde. Trice. Beste Spieleserie. Wir wären Kingdom Hearts Let's Playen. Dann wird das? Immer ein geil war's. Würde ich gern. Warte, wie war das jetzt? Ich mach so und dann bin ich da. Und dann kann ich Wusch machen, weil dann fliege ich weiter. Nee, ich werde Kingdom Hearts Let's Playen. Wie? Das ist wieder Einzelprojekt. Na. Na. Auf gar keinen Fall. Na, na. Da bin ich dabei. Keine Chance. Ich werde State of Decay als nächstes Let's Playen. Achso, den Ansa. Sicher, ich muss nochmal weg, Freunde, wir sehen uns gleich. Das ist die gleiche Episode, oder? Ja, ja. Geh nur. Wir haben viel mehr Spaß ohne dich. Oder, Freunde, ist doch geil. Nur wir. Ich würde jetzt sagen, nur wir zwei, aber wir sind hoffentlich doch mehr. Vielleicht sind wir so vier oder so mit mir. Okay. Oh, Baby. Na, das war mein Fehler. Mich sorry. Spul. Sigma. Break. Homo sapiens. Geh weg. Ach so, okay. Und da habe ich Firi. Gib. Nice. Auf zu Bowser. This is the story about the man called the Bowser Man. Hört sich einfach das Lied Ganja Man an. Dann wisst ihr, auf was ich gerade angespielt hab. Ma. Dann nicht. Dann hört es euch nicht an. Ja. Das war fein. Das hat mir gefallen. Kommt. Ich zeige euch jetzt mal, wie man in dem Leben ein Leben hat. Ey. Boah, das war jetzt. Das hätte jetzt voll in die Hosen gehen können. What? Oh. Das Geschäft! Nee. Mein Name ist Jeff. Nee. Freibis, ich bin wieder da. Ich war oh, nein. Schnell am Klo. Oh no, er ist back. Guess who's back? Back is back. Back ist sowas von back, leider Gottes. Und der wird er nie wieder gehen, leider Gottes. Das ist wie es echt. Back bleibt da, back ist der lebt einfach. Also, die, ich hab mir gedacht, das ist die Ding. Ich weiß. Aber warum haben wir die noch nicht gehabt? Ich weiß nicht, naja, nicht unbedingt. Wirklich lang, aber. Ein bisschen länger wird die Episode werden. Ja, aber wir müssen Pause noch mal besiegen. Seid freudig, seid. Das haben wir vorher nicht gewusst. Frohlocket. Wer hat das vorher nicht gewusst? Ich. Weil mir sagt keiner. Du kannst dann rückwärts springen. Gut, musst du das. Sehr gut. Danke. Nächste Runde. Geht auf dich. Haha. Das glaubst du nur du. Die nächste Runde geht auf dich. Schau dir mein Konto an, dann weißt du, dass das nicht möglich ist. Wow. Kannst du jetzt bitte. Warum muss ich dich anreden? Warum kannst du nicht einfach zu dem werden, was du werden sollst? Wow. Mein Gott. Jetzt sind wir mit deiner Frau auch, oder? Ja. Du kannst mich fast als fixt. Warum muss ich mit dir reden? Warum kannst du nicht einfach so sein, wie du sein sollst? Warum musst du schon wieder 10 Kilo zugenommen haben? Oh. Das höre ich aber nicht gern. Ja, frag's halt. Sie sagt ja, wie viel ich zugenommen habe. Das werden wir noch sehen, ob es überhaupt was zugenommen hat. Und wenn, dann gibt es den ganzen Tag nichts mehr zum Essen, dass es gleich wieder weg ist. Wow, du bist aber. Hart, aber gerecht. Joshi! Davon ist noch neiger. Ja. Oh, das wird unseren weiblichen Fans wegfallen, wenn du so was sagst. Du bist der Sexist. Na, ich bin der Rassist. Du bist der Sexist. Oh, stimmt, den Unterschied, den verwechsel ich immer. Also, erstens einmal sind wir beide schwul. Fick dich. Fick mich! Ja, genau. Erstens einmal sind wir beide schwul. Mhm. Du bist sexistisch und ich bin rassistisch. Okay, ja, stimmt. Ja, so haben wir eigentlich ziemlich, so beleidigen wir ziemlich jeden. Grüße an den Hannes, wir sehen uns auf Planet Romeo. Oder auch nicht. Ich habe vorher kurz drüber geredet und habe ihnen gesagt, sie sollen sich bitte die Kommentare bei dem Video anschauen. Ob der Hannes dabei ist? Ja. Na, was aber dabei ist, sie können ihn man nicht da jetzt. Ich hab gemeint bei das Phantom des schwulen Hurensohns. Sollen Sie sich die Kommentare durchlesen? Ach so, ja. Damit Sie wissen, worum es geht. Okay. Oh Baby, sie kommen. Die Schwänze aus der Lava.
Boah, Baby, du bist ein Schwach. Joshua? Ein Schwachschwager. Schwibschwager. Schwibschwager, Schwachschwager. Komm, jetzt mach dir halt einen Yoshi, bevor du das machst. Weil sonst geht die Tür auf und du hast keinen Yoshi. Und dann musst du warten, bis es wieder zugeht. Das ja, haben wir doch schon mal gehabt. Wieder zugeht. Ja, gut gemacht. Ja, ich hab aber auch keinen Zeitstress her. Herzlichen Gallic-Wunsch. Gallic. Gallic Junior. Gallic ist so wie Knoblauch. Gallic, ja. Und es gibt Gallic Junior bei Gallic. Dragon Ball. Oh, die Steuerung. Ist es sowas wie der Zwiebel? The fuck, ich hab die Sidia! Ja, du hast die Sidia. Wir können die Sidia mal jetzt spielen. Ja, aber Alter, ich hab noch nicht gespielt. Hast du nicht? Nein! Das stimmt, aber wir haben geschaut, ja, ob man Dings Multiplayer spielen können, haben wir geschaut. Kann man? Nein. Ah. Kann man? Nein. Ah ja. Deswegen haben wir es noch nicht gespielt. Pedro. Lomadi. Pedro Lomadi. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ich hab's nicht mal angefangen und dann hab ich mir gedacht, fuck, das ist komplizierter als ich mir gedacht habe und dann hab ich's abgebrochen. Oh oh. Spring ab mit Z und. Oh fuck me! Ficken! Auf ich hab nicht mehr gewusst wie. Auf mit dir. Wo auf weh doch? Geht's aus? Nein. Ich hab nicht mehr gewusst wie abhupf. Ich hab probiert Z, aber er hat gesagt nein. Z und A. Achso, oh. Z ist zum Ducken und A ist zum Wupsen. Okay. Ah, das ist gerade so gut gelaufen. Oh ja, fick dich. Sei bereit für deine Liebe. Wie kann man für die eigene Liebe bereit sein? Sei bereit für deine Liebe. Naja, kann man schon, stimmt schon. Weil vielleicht bist du einfach selber so, dass du sagst, okay, ich bin noch nicht bereit dafür, dass ich jetzt irgendwie was Neues eingehe oder so. Weil Marc, das ist auch mit Marc, das war irgendwie, das hat mich schon ziemlich berührt. Dass das so, er hat das einfach so leichtfertig weggesteckt und für mich war das einfach mehr. Du kennst Marc sicher noch, was der mein Ex. Wie kann man eigentlich immer sagen, es war mehr, wann, sagen wir mal, du bist sowieso jetzt. Was bin ich? Du sag mal, du bist 5 Monate mit dem zusammen. Ja. Und danach sagst du einfach, gibt's ja Leute, die sagen, für mich war das mehr wie. Ja. Aber das, warum, wann. Dann ja, damit machst du im Prinzip sowas wie ein. Eigentlich kann es ja nur mehr sein, wenn ihr nicht zusammen wart, weil. Für dich, weil so. Du dann sagst, oh, für mich. Ja, aber du kannst es mit, theoretisch mit vergangenen Beziehungen links. Vergleichen. Rechts! Ja, ich weiß. Und sagen, okay, das war schon irgendwie mehr oder so, weil du sagst, okay, ja, die eine Beziehung mit meinem Ex davor, das war jetzt nicht so tragisch, das war jetzt nicht so geil. Ey, ich schwör's dir, du bist so ein Arsch. Warum nimmst du nicht einfach die Dinger oder steigst du von Yoshi? Ja, ich glaube, ich nehme die Dinger und sag, Yoshi, fick dich. Aber ich tue Tüte. Ja, Tüte. Ja, hab ich. Ja, und er wollte nicht. Doch jetzt nochmal. Was, du hast Tüte und Tüte gemacht, du musst aber Tüte und Tüte machen. Oh ja, dann. Dann ergibt es schon Sinn, was da falsch gelaufen ist. Echt? Herzlichen Gallic-Wunsch. Gallic-Wunsch. Heute ist Gallic-Tag, Freunde. Gallic my anus. Heute wird Gallic serviert en masse. Bis zum Ende, Mann. Bis er da oben rauskommt wieder. Weißt du, was mir gleich wieder oben rauskommt? Mike Schwanz. Mike Fräs. Schwanz. Oh, oh, oh. Schwanek, Yoshi vergrabt sie gleich wieder. Okay. Noe! Hey, du, mein Sohn. Jetzt geh! Hopp, hopp, hopp. Gib den Zuschauern nicht zu viel vom gleichen Gameplay, weil zu viel vom gleichen Gameplay sorgt dafür, dass sie nach vorne spulen und dann. Und dann hören sie uns immer reden. Aber unsere Zuschauer sind dann eigentlich dafür da. Also sollten deswegen unsere Videos schauen, weil sie uns hören wollen. Schaut überhaupt nicht irgendwie unsere Videos? War leid. Immer wieder mal so. Kennst du, wenn der unsere Videos schaut? Schnitzler.at, wenn wir mal was hochladen würden. Also jetzt schon wieder. So wie das heute jetzt gerade, was ihr gerade anschaut. Aber die Morga-Phase war halt echt mager. Wie lang ist eigentlich der Max in unserer Stadt? Wann er dann in unserer Stadt ist? Keine Ahnung. Hab ich nicht mit ihm geschatzt. Geschmatzt? Ja. Muss ich? Ja. Ich war so, Fist me, Daddy! Daddy! Oh, fist Baby, war das knapp! Fist me, Daddy. Aber, ja, aber die Frage ist, ob wir wieder Aufnahmen machen können. Weil ach so, die ja. Die Leute waren schon ziemlich, waren nicht, also bei Mario Kart waren es echt dabei. Ja, sicher, Mario Kart ist aber so ein Spiel für jeden im Prinzip. Also da kannst du ein geschissener Maxi sein, da kannst du ein geschissener
Oh. Keine Ahnung. Oswald zu Cobblepot. Oswald Cobblepot. Wir spielen das nächste übrigens, Was? Arkham Asylum. Achso. Was machst du? Warum drückst du immer B statt Z? Das ist B soll Z sein und Z soll B sein. ZB, so wie GZSZ. Ja, das ist mein Lieblingsfilm. RZHZ. NZQZ. HIV positiv. Fuck. Du? Ja. Sag das nicht deiner Lady. Hab ich schon. Wow, das war jetzt riskant. Hast du das noch gewusst? Nein, ich war mir nicht mehr sicher, aber ich habe die mach einmal. Hallo. Wir kennen uns noch. Ich dachte, das ist nur so ein kleiner Strahl und da. Oh, it's the Bowser guy. You are the crazy guy. You crazy. Do that, I do that. You see me rolling. You see me hating. Controlling vagina, catch me riding dirty. Controlling vagina, catch me riding dirty. Du musst dann bitte die Felsen nehmen, der da unterkommt Felsen und jetzt musst du schauen, dass er die nicht zerstört. Ah, oh, fuck. Und jetzt hüpf auf die Felsen und gib ihm ein auf die Friesen. Friesen, das war nicht die Friesen, no, das war leicht die passt. Hüfte. Das war wird wahrscheinlich Huft? Am Monat weiter. Naja, aber du musst bedenken, er ist schon ein bisschen älter. Das kann länger werden. Naja, oder der stirbt dran. Oder stirbt dran, ja. Alles möglich. Oh, Baby. Kennst du die Kolumne von Dr. Von Carla Kolumna? Fuck. Fantastisch. Von Dr. Sommer? Welche? Die schreibt doch sau viel. Ich meine, ich glaube, die ist tot mittlerweile. Und die schreibt gar nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile schreiben das Typen, wo sie so gerne so Frauenprobleme und dann schreibt da so ein Typ. Wie du das handeln sollst. Voll cool, ne? Oh, und naja. Er so, Fußball! Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und weiß ich nicht, was, sind das immer Frauenprobleme? Das sind nicht immer Frauenprobleme. Und meistens sind es erfundene Probleme. Ja. Sicher. Ich kann mich nur gut erinnern an die eine Frau, die auf der verboten... Ah, ich vergiss die scheiß Strahlen da immer! An das eine Mädel, dem verboten worden ist, dass sie ihre Vagina rasiert. Was? Von ihren Eltern. Okay. Und dann hat die Community gesagt, na, lass dir das entnehmen. Nein, sich vaginal zu rasieren ist die größte. Unten rausgeschaut, aber deswegen hat sie gesagt, sie mag sie rasieren. Und dann hat der Sommer geschrieben, ja bitte mach einfach. Aber das Problem ist halt, du könntest rote Pusteln bringen und dann. Oh, und dann wissen es deine Eltern, weil deine Eltern schauen die genau an, oder? Es gibt fucking Mädels, die werden bis zum, weiß ich nicht, bis sie 17 oder so sind von der Mutter geduscht oder so. Ja, das war scheiße. Falsche Seiten. Ja, sicher. Gibt's ja. Kennst du, oder? Sicher. Meine Frau. Ja, zum Beispiel. Jetzt wird's von mir geduscht. Oder ich von ihr. Es ist immer so, wir wechseln uns oft ab. Ja, oder macht es. Fick deine Mama, du musst das jetzt selber. Oh no. Du magst ein bisschen rauszögern. Ja, zögert. Ja, wir haben gerade gute Gespräche über Nein, eine Frau. Nein, über der Frau und über Vaginalbehaarung. Genau. Das sind eigentlich die besten Gesprächsthemen, die man so um die Uhrzeit haben kann. Das einzige, auf der Münze ist wurscht. Jo. Jo. Das war die beste Antwort, die du darauf geben kannst. Oh, was ist denn? Na, du bist schwul. Du bist schwul. Jetzt ist offiziell. Ich hab's schon mal geschafft. Ich schaffe ihn wieder. Ich sag's dir. Schau, ich lass ihn ein bisschen drüber feiern, damit es richtig in sein Gesicht pfeffert. Wow. Das einzige Problem an Vaginalbehaarung ist, dass das Lecken dann immer geil geht. Ja. Ah, du verfickter Wichser, was war das jetzt? Aha. Ah, Peter, this is the day you waited for. This is the time. Kennst du eine Frau, die so einen richtigen Busch hat? Na. Außer? Vielleicht kenne ich einen und was nicht. Wow, das stimmt, naja. Ja, sicher stimmt's. Oder warst du wie jeder deiner Freundinnen irgendwie. Weiß ich nicht. Wow, das war beschissen. Hab ich nicht? Nein, ich hab grad den Scheißplanet getroffen, ja. Gerade so irgendwie. Dieser Zwerg, dieser Stern, dieser Pluto. Das ist ein Arsch. Ja. Das ist ein Arschdreck, da kommt. Das wird nicht einmal das letzte Mal sein, dass du ihn treffen musst, Alter. Du musst ihn wahrscheinlich nur mal treffen danach. Ah, fick den Scheißplaneten einmal weg da! Von mir aus stehe ich ja in der Schwerelosigkeit. Ist mir wurscht. Hast du den Fehler gehört? Da war ja, wieder, du stehst in der Schwerelosigkeit. Ja. Das ist mir ziemlich scheißegal. Da war jetzt wieder so ein Schöde. Mir reicht's. Der dann sagen will, ey. Man kann in der Schwerelosigkeit gar nicht stehen. Ich bin ein Hurensohn. Genau.
Stimmt. Alter, das war so Panzer. Ja, nein, das habe ich auch nicht gewusst. Das war für mich auch gerade Neuland. Fuck, no, das ist tot. Sag's dem kurz, grüß dich, Gott. Ich war nicht schon fertig, weil ich das einfach komplett gemacht hätte. Ja, aber du warst gerade nicht dran. Und jetzt bin ich dran. Ja, jetzt ist so die Zeit, wo schon langsam die Zeit ist, dass wir aufhören mit der Episode. Ja, ich denke auch. Ja, aber sie haben schon lange keine Episode mehr gekriegt, jetzt kriegen sie mal wieder eine längere. Also sie haben da jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn das hochkommt, schon wieder welche gekriegt. Eben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, nicht. Eben. Und? Ich sag's noch. Ja, die freuen sich drüber. Denk ich nicht unbedingt, aber ein bisschen vielleicht. Schnitzel Karate und. Oh, das war nur geil gewesen. Voll. Oh Gott, bitte Schnitzel OT, benenn die Nummer gach um auf YouTube zu Schnitzel Karate. Dann hast du bei der nächsten Verlosung automatisch Annahmen dabei. Karascheiße. Karambolage. Karambolene. Warum haben wir keine Klatschen gemacht? Das ist doch Schwachsinn. Weil wir nicht irgendwie damit gerechnet haben, dass es so scheiße wird. Naja, du hast nicht damit gerechnet, ich schon. Schon? Ja. Okay. Und du hättest fast sein Panzer wieder drauf. Ja. Ich hab gerade Aufnahme. Wir sind on air, live. Ja, und du auch. Nur in Farbe. Nur nicht in Farbe. Aber live. Und auch nicht live. Nein, leider nicht live. Wir sollten wieder live sein. Oh ja. Die Wettkämpfe. Freunde, wir sein. Machen bald wieder mal einen Livestream, wenn es wieder geht, aber zurzeit haben wir halt kacke Internet, deswegen geht halt nichts. Nein, nicht morgen. Morgen? Was morgen? Morgen, von der Episode aus, ist auf jeden Fall kein Livestream. Ja. Kannst du davon ausgehen. Oh oh, Peter. Was denn? Dein Tod. Was meinst du mit meinem Tod? Ja, der Typ mit dem Pützkopf. Was? Das ist tot. Ja. Dein Tod. Der schreibt immer. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Haben wir nicht, weil jetzt kommt der Scheiß Nein, jetzt kommt er nochmal. Gott, jetzt sagt er so, haha, da ist der letzte Stern. Ja, ja, und jetzt fliegst du mit dem da runter. Ja, aber wie, das ist nicht so. Nein, das war echt nicht so spannend. Oh, außer man ist ja, nicht so gut im Goal. Ja, aber das ist Problem. Bist du gut im Goal? Dianette ist gut im Goal. Dianette? Ja. Oh, die müssen die in mein Team holen. Für FIFA-Weltmeisterschaft. Mit der müssen sie mal zusammenkommen. Nein, weil ich hab die Elisabeth. Tut mir leid. Oder die Mareike. Oh, Mareike. Mareike ist selten. Du. Oh, der Panzer. Da war er. Du behandelst Frauen wie Pokémon, oder? Oh, die Sötten! Ja, und? Aber ich behandle meine Pokémon auch gut. Ich schaue immer, dass Chefe Leben haben. Und wenn es sowas gab, bei also zum Beispiel in Diamant und Perl, hast du immer so Knusper machen können. Ich weiß, da habe ich einer viel gekocht. Ich weiß, die waren ziemlich geil. Ja, sechs. Also ich will für meine Frau / Pokémons schon mal schauen, dass sie immer Leben hat und dass sie was zum Essen hat. Also von daher. Gut, Freunde, das war's mit der Episode. Ich meine, ich würde dir nur sagen, was. Naja, wir schauen uns das noch an, was du jetzt. Kann man das nicht überspringen? Nein, ich war du da. Ja, aber du da, du. Wurscht, dann zeigst du eine Netflix-Episode, Freunde, wir sehen uns. Genau. Ha.